Erste Hochrechnung ist raus, ganz genau weiß man es natürlich um diese Uhrzeit noch nicht. Aber klar ist, die AfD hat ein Minus hier in Baden-Württemberg stehen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Ergebnis? Ich bin mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden und möchte mich auch zuerst bei den Wählern bedanken, die uns gewählt haben, und auch bei unseren vielen ehrenamtlichen Mitgliedern, die trotz widriger Bedingungen so einen guten Wahlkampf hingelegt haben. Wir hatten mit Repressalien zu rechnen, auch tätliche Angriffe. Dann wurde der Verfassungsschutz gegen uns in Stellung gebracht, so wirklich 1,5 Wochen vor den Landtagswahlen. Völlig rechtswidrig, und dementsprechend sind wir sehr, sehr zufrieden, so ein solides Ergebnis eingefahren zu haben. Liegt ja jetzt nach der ersten Hochrechnung zwischen 11,8 und 12,5%. Das ist mehr, als wir gerechnet haben, und ich glaube auch noch, da ist noch Luft nach oben, und damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Dennoch ein Minus. Sie haben gerade ein paar Gründe genannt, die aus Ihrer Sicht eine Rolle gespielt haben. Aber welchen Anteil hat die Baden-Württemberger AfD daran, dass hier ein Minus steht? Na gut, das ist ja jetzt die zweite Legislatur. Wir haben die erste Legislatur hinter uns gebracht, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Fraktion zu Beginn jetzt kein gutes Bild abgegeben hat. Wir haben da eine Fraktionsspaltung gehabt und. Wir waren in der Konsolidierungsphase. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr der Ersteinzug, sondern das verlorene Vertrauen musste auch wieder aufgebaut werden. Und das hat der Landesverband und auch die Fraktion sehr, sehr gut hinbekommen. Sie sind jetzt Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Der Fraktionsvorsitzende hat ein bisschen ernüchternd gesagt über seine letzten Jahre, ihm sei es nicht gelungen, die unterschiedlichen Flügel der Partei hier in Baden-Württemberg zusammenzubringen. Was wollen Sie jetzt besser machen? Also unser Ziel ist in der Tat, wirklich auch das gesamte Spektrum auch mit abzubilden, die Leute aus den verschiedenen Flügeln mitzunehmen. Und das gelingt bei den einen mal besser, bei den anderen schlechter, aber das ist bei den anderen Parteien auch so. Und Sie haben den Anspruch, das zusammenzubringen, oder in welche Richtung möchten Sie die Partei hier in Baden-Württemberg führen? Ja, in erster Linie Professionalisierung. Ja, die Professionalisierung und die Disziplinierung steht hier im Vordergrund, uns völlig anders auch aufzustellen. Wir sind ja auch nach Geschäftsfeldern auch aufgeteilt, und dummerweise müssen wir sagen, dass wir jetzt durch die Corona-Bedingungen, dadurch, dass wir auch Mitgliederparteitage eben haben, bei uns sind die Parteitage sehr groß, als dieser Landesvorstand gewählt wurde, hatten wir in der Spitze 1200 Mitglieder in einer Halle, und durch diese ganzen Corona-Bedingungen, auch durch die Versammlungsverbote, können wir natürlich nicht zusammentreten, und das erschwert manchmal auch die Arbeit, auch die Kommunikation unter den Mitgliedern, aber da versuchen wir natürlich bestmöglich auch weiterhin zu kommunizieren, um mit den Leuten zusammenzukommen. Aber es ist natürlich so, dass Corona die Zusammenarbeit nicht einfacher gemacht hat. Eben war der Spitzenkandidat Bernd Gögel bei uns hier bei Phoenix am Set. Und mich hat es ein bisschen überrascht, dass er gesagt hat, er müsste morgen mal gucken, ob er weiter Fraktionsvorsitzender bleibt. Warum stellt er das in Frage? Stellen Sie es in Frage, dass Bernd Gögel weiter Fraktionsvorsitzender bleibt? Also ich hoffe, dass Sie ihn gefragt haben, wie er das gemeint hat. Also ich habe nur eine Interpretation. Also erstens hat Bernd Gögel einen guten Job gemacht als Spitzenkandidat, und er weiß natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, und ich auch nicht, wie sich die zukünftige Fraktion zusammensetzt. Denn wir haben dieses sehr spezielle Wahlrecht in Baden-Württemberg. Das geht ja relativ nach den Ergebnissen, und dementsprechend muss man sich die Wahlkreisergebnisse anschauen, welcher Kandidat überhaupt einzieht. Und da setzt sich dann eben die neue Fraktion zusammen. Das kann man heute Abend noch nicht sagen. Alice Weidel, herzlichen Dank. Dankeschön.